Hier eskaliert es gerade schon wieder. Everyday normal life. Everyday der Pass. Boah. Ich war doch erst Fußballspiel. Ja, ich schon wieder los. Die Erklärung, wir haben jetzt Tischtennis modifiziert mit der neuen Aufschlagtechnik. Man kann, muss aber nicht seinem Mitspieler auf den Ball vorgeben. Das nur zur Erklärung. Okay, los geht's. Also wie beim Volleyball. Wie beim Volleyball, genau. Nein, ich kann das noch nicht. Gib's ich gebe dir jetzt. Ja, pass auf, ich gebe dir jetzt. Ich sag mal, ich Freestyle-Tor ist echt geil. Pass auf. Oh Gott, ich nehm den an. Okay, ich geb eben wieder. Bist du bereit? Ja. Okay. Oh, nice. Ja. Sieht man das hier? Nee, okay. Ich glaube nicht, nee. Das ist aber auch die beste Stelle im Gesicht, wo man hinschlagen kann. Ja. Ne? Deswegen gibt man sich ja auch öfters mal eine Backpfeife. Genau. Weil das nicht so schlimm ist. Das würde ich auch hören. Der Tommy will richtig. Ja, okay, der geht hier hin. Okay, weiter geht's. Aber ich wollte ja den Tommy eigentlich treffen. Tommy, du brauchst eine Brille da. Ja. Das geht ins Auge. Ja. Klappt, Mann. Oh, 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 wir sind wieder da. Endlich. Schubst du euch wieder gegenseitig an den Strand? Ich erinnere nur an das Jahr, da gab es hier mehrere Strandattacken von Domi und Tommy gegenseitig. Hey, geh weg, geh aus meinem Rücken raus. Das macht doch gar nichts, Tommy. Komm, wir gucken erstmal, ob die Skater noch das Gleiche können wie letztes Jahr. Die Skater? Ja, komm, wir gehen mal zu den Skatern. Da vorne waren auch schon die Tänzer eben. Finde ich auch immer mega geil, was die da für eine Show abziehen. Ja. Und ansonsten ist einfach so ein geiler Spot, ehrlich, Leute, wenn ihr mal hier seid, kommt hierher, weil es ist einfach in L.A. wirklich der alternativste Spot und einfach das Feeling hier, der Strand ist so eine geile Farbe, die Sonne, die Palmen und alle hier sind locker drauf, so keine Spießer hier unterwegs, ist einfach eine richtig geile Gegend. Und das Wetter ist heute auch einfach richtig deluxe. Das sieht man, glaube ich, gar nicht. Nee, das sieht man nicht, das ist zu weit weg. Abgeht. Es ist nämlich ziemlich windig heute hier, wie man vielleicht hört. Ja, es ist ein bisschen windig und ich werde jetzt einfach mal hier ein bisschen die Kamera rumführen und ihr werdet einfach mal sehen, was wir hier so sehen.
wenn man irgendwo am Pier hier ganz in Ruhe eine Currywurst essen. Und ich weiß noch aus GTA, irgendwo hier war ein Currywurststand. Aber ich sag's dir, Curry, ich bin jetzt hier schon seit einer halben Stunde rumgelaufen auf dem Pier. Und ich schwöre bei Gott, diese Currywurstbude ist einfach weg. Du musst dringend wieder hierher kommen und sorgen dafür, dass hier endlich wieder Würste verkauft werden, Curry. So, Freunde, das war mal ein Video mit ganz viel Alltagsspaß von hier. Tischtennis, Venice Beach, Santa Monica. Ich weiß gar nicht, was wir noch alles reingeschnitten haben. Das nur mal so als Folge eben, was wir hier so erleben. Jetzt der Domi sitzt gerade noch an einem Video zu Hollywood und Walk of Fame, was wir da so erlebt haben. Das kommt dann hoffentlich morgen oder übermorgen. Und mittlerweile ist die Crew auch wieder größer, denn Simon ist wieder da, Lena ist wieder da, auf Anton warten wir gerade noch. Die sitzen alle hier hat drin. Hat ja eine etwas längere Reise hinter sich, der Gute. Da gibt es auf jeden Fall dann auch nochmal ein Video von. Und wir sind jetzt alle eben hier zusammen. So ist es. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Guckt bei allen vorbei, bei Chris, bei Joyce, bei Simon. Nein, bei mir nicht. Anton ist gerade nicht hier, bei Sarah Zeit, der ist auch gerade nicht hier, aber die Links sind alle in der Beschreibung. Oh mein Gott! Ciao, ciao! Ciao.